Nous sommes ici sur les vignes du domaine Franck Bonville, sur les hauteurs d'Avise. Wir stehen hier auf den Anhöhen von Avise, über den Rebhängen des Weinguts von Franck Bonville, das in der Côte des Blancs liegt. Im gesamten Hang ist ausschließlich Chardonnay anzutreffen. Aus dieser Traube mit weißer Schale keltern wir den Champagner Blanc de Blanc. Das Zurückschneiden des Rebenlaubs kann fast die gesamte Wachstumsperiode über mit dem Traktor erfolgen. In feuchteren Hängen oder wenn Gefahr besteht, dass gewisse Krankheiten überhand nehmen, machen wir diese Arbeit von Hand. Auf diese Weise können gezielt große Blätter nahe der Trauben entfernt werden, sodass die Luft besser zirkulieren und der Rebstock rascher abtrocknen kann. So lassen sich ein bis zwei Behandlungen gegen Krankheiten vermeiden. Dies ist besser für die Qualität. Mit dem Pflügen erreichen wir, dass Wasser und Luft leichter in den Boden eindringen können, was das Wachstum von Mikroorganismen fördert und so die Fruchtbarkeit des Bodens steigert. Es gibt zwei unterschiedliche Methoden, Schaumweine zu erzeugen. Bei einem der beiden Herstellungsverfahren findet die zweite alkoholische Gärung im Drucktank statt. Dieses Verfahren wird als Méthode Charmat oder Cuve Close bezeichnet. Für die Herstellung von Champagner hingegen kommt ein zeitaufwendigeres Verfahren zum Einsatz, die Méthode Champenoise. Bei diesem Verfahren findet die Zweitgärung in der Flasche statt. Hierbei handelt es sich um die gleiche Flasche, die der Konsument letztlich in den Händen halten wird, da der Flascheninhalt nicht mehr umgefüllt wird. Zuvor aber erfolgt noch das Degorgieren, bei dem das Hefedepot, das sich im Zuge des Abrüttelns im Flaschenhals gesammelt hat, entfernt wird. Le Champagne est prêt. Nach dem Degorgieren ist der Champagner trinkbereit. Viele Hersteller führen ihrem Champagner vor dem Abfüllen Dosagelikör zu, damit der Wein nicht allzu trocken schmeckt. Unsere Champagner hingegen, die sich durch ein natürlich abgerundetes Bouquet auszeichnen, kommen ohne Zugabe einer Dosage in den Handel. Bei solchen Erzeugnissen mit der Bezeichnung Extra Brut oder Zero Dosage kommt die Mineralität und die Herkunft des Rebsaftes besonders gut zur Geltung. À la maison Bonville, on considère le champagne. Hier im Weingut Bonville sehen wir im Champagner in erster Linie einen Wein, der sich durch seine moussierende Eigenschaft auszeichnet. Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt daher der Erzeugung eines guten Weines, der durch das spezielle Gärverfahren die Frische und Perligkeit eines Champagners erhält. Was zu guter Letzt noch fehlt, ist die Ausstattung der Flasche mit einem hübschen Flaschengewand.